Maria si reca all'ufficio immigrazione per avere delle informazioni su come rinnovare il suo permesso di soggiorno. L'impiegato le dice che deve richiedere il modulo, che gli arriverà per posta. Ascolta tutto il dialogo e poi la traduzione frase per frase. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Maria Weidner und ich möchte mich informieren. Meine Aufenthaltserlaubnis läuft bald ab. Was muss ich jetzt tun? Sie müssen einen neuen Antrag stellen. Wäre es heute möglich? Soll ich ein Formular ausfüllen? Nein, es tut mir leid. Nach der neuen Regelung bekommen Sie das Antragsformular per Post. Tragen Sie Ihre Daten sorgfältig ein und kommen Sie dann bitte nochmals. Brauche ich noch andere Unterlagen? Ja, die Liste wird beigefügt. Sie müssen noch den Pass, das biometrische Foto, Ihren Mietvertrag und die Lohnbescheinigungen für die letzten 3 Monate mitbringen. Vielen Dank für die Information. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Buongiorno, cosa posso fare per lei? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Buongiorno, mi chiamo Maria Weidner e vorrei avere delle informazioni. Guten Tag, mein Name ist Maria Weidner und ich möchte mich informieren. Il mio permesso di soggiorno scadrà presto. Cosa devo fare? Meine Aufenthaltserlaubnis läuft bald ab. Was muss ich jetzt tun? Ci deve fornire una nuova domanda. Sarebbe possibile oggi? Devo compilare un modulo? Sie müssen einen neuen Antrag stellen. Wäre es heute möglich? Soll ich ein Formular ausfüllen? No, mi dispiace. Con il nuovo regolamento, il modulo per la domanda le arriverà per posta. Nein, es tut mir leid. Nach der neuen Regelung bekommen Sie das Antragsformular per Post. Inserisca i suoi dati con attenzione e poi venga di nuovo da noi. Tragen Sie Ihre Daten sorgfältig ein und kommen Sie dann bitte nochmals. Ho bisogno di altri documenti? Sì, l'elenco sarà allegato. Brauche ich noch andere Unterlagen? Ja, die Liste wird beigefügt. Lei deve portare anche il passaporto, la foto biometrica. Sie müssen noch den Pass, das biometrische Foto, il suo contratto d'affitto e i certificati degli stipendi degli ultimi 3 mesi. Ihren Mietvertrag und die Lohnbescheinigungen für die letzten 3 Monate mitbringen. Molte grazie per l'informazione. Arrivederci. Arrivederci. Vielen Dank für die Information. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Maria Weidner und ich möchte mich informieren. Meine Aufenthaltserlaubnis läuft bald ab. Was muss ich jetzt tun? Sie müssen einen neuen Antrag stellen. Wäre es heute möglich? Soll ich ein Formular ausfüllen? Nein, es tut mir leid. Nach der neuen Regelung bekommen Sie das Antragsformular per Post. Tragen Sie Ihre Daten sorgfältig ein und kommen Sie dann bitte nochmals. Brauche ich noch andere Unterlagen? Ja, die Liste wird beigefügt. Sie müssen noch den Pass, das biometrische Foto, Ihren Mietvertrag und die Lohnbescheinigungen für die letzten 3 Monate mitbringen. Vielen Dank für die Information. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you.